Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute mit einer Morgenroutine, durch die du perfekt in deinen Tag starten kannst. Suche dir zu Beginn einen Platz, an dem du nur für dich ganz ungestört den Tag beginnen kannst. Komme in eine Sitzposition, die dir angenehm ist. Wenn du möchtest, kannst du dich zu Beginn auch gerne mit deinem Rücken gegen eine Wand lehnen. Positioniere dich nun so, dass du hier ein paar Minuten halten kannst, ohne dass etwas zwickt oder unangenehm wird. Lasse deine Hände ganz entspannt neben deinem Körper hängen. Lege sie auf deine Oberschenkel oder an deinen Schoß. Entscheide selbst, so wie es dir angenehm ist. Wenn du möchtest und dich danach fühlst, dann schließe gerne deine Augen. Dein Rücken ist gerade. Deine Schulterblätter ziehen nach hinten, unten. Schaffe Platz zwischen deinen Ohren und deinen Schultern. Lass los und versuche jegliche Spannung aus deinem Gesicht zu lösen. Weite den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf deine Atmung und beobachte deinen Atemrhythmus. Atme ein und aus in deinem Tempo. Versuche ganz bewusst, deinen Bauch und auch deine Lunge mit Sauerstoff zu füllen. Nimm bewusst wahr, wie dein Atem kommt und geht. Wie dein Bauch und dein Brustkorb sich mit jeder Einatmung weiten und mit der Ausatmung wieder absenken. Ziehe nun mit deiner nächsten Ausatmung deine Arme nach oben, verschränke deine Finger ineinander und ziehe dich dann zur linken Seite auf. Komm zurück zur Mitte mit deiner Einatmung und geh mit deiner nächsten Ausatmung nach rechts. Führe diese Bewegung in deinem Atemrhythmus fort. Ausatmen zur Seite. Einatmen, zurück zur Mitte und achte darauf, dass deine Schultern tief bleiben und beide Pobacken auf dem Boden bleiben. Halte dann das nächste Mal in der Mitte und bringe mit deiner nächsten Ausatmung die Arme wieder tief. Wenn du möchtest, dann öffne gerne deine Augen und bringe nun beide Arme locker an deine Seiten. Neige deinen Kopf zur rechten Seite und zieh den linken Arm
in Richtung Boden. Spüre einen leichten Zug in deinem Nacken, seitlich an deinem Hals. Lass den Rücken gerade, die Schultern sind tief. Löse dann langsam die Spannung, richte deinen Kopf wieder auf und kreise gerne ein paar Mal die Schultern. Wechsel nun die Seite, neige deinen Kopf nach links, der rechte Arm zieht in Richtung Matte. Halte hier, atme gleichmäßig weiter. Richte dich dann langsam wieder auf und verschränke beide Arme hinter deinem Rücken. Achte darauf, dass dein Rücken ganz gerade bleibt und zieh deine Schultern tief. Neige nun den Kopf nach vorne, lass ihn ganz schwer werden. Roll dein Kinn ein. Deine Hände ziehen ebenfalls Richtung Boden. Bau einen Zug in deinem Rücken und in deinem Nacken auf. Löse dann die Spannung, roll deinen Kopf langsam wieder auf und bring deine Arme nach vorne. Kreise deine Schultern ein paar Mal bewusst nach hinten. Komme nun in den Vierfüßlerstand. Handgelenk, Ellbogen und Schultergelenk bilden eine gerade Linie. Lass deine Ellbogen leicht gebeugt. Konzentriere dich nun auf deinen Rücken, lasse dann deine Bauchdecke nach unten hängen, schieb den Po nach oben raus und runde dann den Rücken, komm in die Gegenbewegung. Beweg deine Wirbelsäule durch, führe beide Bewegungen im Wechsel nacheinander durch. Halte immer kurz in der jeweiligen Endposition und nimm deinen Kopf mit, sowohl nach unten als auch nach oben. Arbeite mit deiner Atmung, atme ein, zieh den Kopf nach oben, atme aus, runde deinen Rücken. Bringe nun deine Hände nach vorne, schieb den Po nach oben und lass deine Brust durch deine Arme durch in Richtung Matte ziehen. Wenn du kannst, dann lege deine Stirn gerne auf der Matte ab, halte hier und ziehe deine Fingerspitzen nach vorne. Drücke dich nun leicht nach oben, löse deine rechte Hand von der Matte und lege deinen rechten Arm unter dem linken ab. Komme dann wieder tief mit deinem Kopf, so gut es geht, halte hier, vielleicht spürst du einen leichten Zug in deiner Schulter. Komme dann wieder zurück, setze deine rechte Hand wieder vorne auf und zieh dich so noch einmal tief,
beide Arme gerade nach vorne gestreckt. Versuche mit jeder Ausatmung etwas weiter in Richtung Matte zu sinken. Drücke dich dann noch einmal leicht nach oben und löse dieses Mal deine linke Hand vom Boden. Zieh dich nun zur anderen Seite auf, durch deinen rechten Arm hindurch. Der Blick folgt deiner Hand. Sinke auch hier wieder zur Matte. Komme dann wieder zurück, setze noch einmal beide Arme vorne auf und setz dich diesmal mit deinem Po auf deine Fersen. Komm in die Position des Kindes. Die Stirn sinkt auch hier zur Matte. Lass los. Atme tief in deinen Rücken ein und wieder aus. Rolle dich mit deiner nächsten Ausatmung dann langsam wieder auf. Und komme über den Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund. Strecke deine Beine so gut es geht, die Fersen ziehen in Richtung Boden. Und bewege nun im Wechsel deine Beine durch, knete deine Fußsohlen in den Boden. Lasse deinen Nacken, deinen Kopf ganz locker. Atme gleichmäßig weiter. Halt dann statisch ohne Bewegung in den Beinen, in dem herabschauenden Hund und achte darauf, dass dein Rücken gerade bleibt. Wenn dir das so nicht möglich ist, dann beuge deine Beine leicht. Entscheide selbst, ob du sie gestreckt oder gebeugt halten möchtest. Atme hier einmal tief ein und komme mit deiner Ausatmung über den Vierfüßlerstand zurück in das Kind. Atme ein und mit deiner Ausatmung stellst du deine Füße auf und drückst dich wieder in den Hund. Beine gebeugt oder gestreckt, entscheide selbst. Mit der nächsten Ausatmung gehst du wieder in das Kind. Hier einmal tief einatmen und dann in deinem Rhythmus mit deiner Ausatmung kommst du wieder nach oben. Führe diese Kombination aus beiden Bewegungen in deinem Atemrhythmus durch und halte immer kurz in den jeweiligen Endpositionen. Führe eine letzte Wiederholung in deinem Tempo durch und halte dann, wenn du fertig bist, unten in dem Kind. Und rolle dich dann, wenn du bereit bist, langsam Wirbel für Wirbel auf. Bleibe gerne im Fersensitz sitzen. Wenn es dir allerdings unangenehm ist, so zu sitzen, dann komm gerne in den Schneidersitz. Atme nochmal tief ein, zieh die Arme nach oben. Atme aus, nimm sie wieder tief. Einatmen, die Arme kommen hoch, die Schultern bleiben unten. Ausatmen, löse die Spannung aus deinen Armen. Atme tief ein, zieh dich noch einmal nach oben. Aus, die Arme kommen tief.
Hebe ein letztes Mal mit deiner Einatmung die Arme und senk sie noch einmal mit deiner Ausatmung ab. Schön, dass du mitgemacht hast und dir diesen Morgen etwas Zeit für dich genommen hast. Wenn dir die Einheit gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo. Bleibe nun gerne noch so lange sitzen, wie es dir angenehm ist und stehe dann, wenn du bereit bist, in deinem Tempo auf. Bis zum nächsten Mal.